schön, dich zu sehen. Wieso sagst du, es ist komisch, mich zu sehen? Ich gucke mir nie Sendung an von mir. Ich weiß nicht. Nee, kann nicht weinen. So, nein, das ist bei mir so leider Gottes immer so. Sehr schön. Aber es ist vor allem auch ein ganz besonderer Song, oder? Damals Platz 13 beim ESC. Ja, aber davor war es ja auch schon 72 der dritte Platz bei Nur die Liebe lässt uns leben. Mhm. Aber dieser Song hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Weil er auch sehr authentisch ist. Ja, sehr authentisch und vor allem auch in der Zeit war. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal drauf komme, aber das Kleid wurde damals kritisiert, das Orchester patzte. Ja. Also man kann alle sagen, ja, Mensch, heute ESC, der Druck ist so groß, aber der Druck war doch damals genauso groß, oder? Ja, ich glaube, der ist immer groß, weil man weiß ja, wie viele Millionen Leute das zuschauen. Und wenn man dann nicht wirklich fit ist in dem Moment und diese 3 Minuten nutzt, um sein Lied auch zu präsentieren, kann es schwierig werden. Mhm. Wie ging es dir emotional an dem Tag? Weißt du das noch? Kannst du dich da hineinverfühlen? Ja, das Jahr, was war das, 84, ne, ja, Luxemburg? Ja, das war privat für mich eine ganz schwierige Sache. Und genauso wie das Kleid aussah, so war ich auch innerlich, also nicht da. Ja. Und es passiert manchmal, aber das ist eben auch das Leben. Mhm. Und ja, das sind Situationen, die man so durchmacht und die macht jeder von uns irgendwann mal durch. Und das gerade an diesem Tag, das war natürlich blöd, aber es passiert. Und jetzt hast du es aufs neue Album genommen? Also du hast alte Songs drauf, neue Songs. Warum gerade diesen Song dann? Ja, weil ich ihn immer noch wichtig finde. Also ich merke immer noch, dass die Menschen diesen Song sehr lieben und auch viele Geschichten damit verbinden. Und das ist wichtig, weil Musik ist ja immer Emotion. Also ich kann mich zum Beispiel genau erinnern, als ich geheiratet habe und wir sind in der Bretagne gewesen und da lief ein bestimmtes Lied. Und wenn ich das heute höre, dann habe ich immer sofort die Bilder im Kopf. Mhm. Und Musik ist was Wunderbares. Absolut. Und ich meine, überleg mal, 60 Jahre Karriere, ist das korrekt? Ich muss mich manchmal selber rütteln. Was, habe ich das richtig recherchiert? Ja, es ist wahr. Ja. Früher habe ich mich noch immer dagegen gewehrt und habe immer versucht, so diese Zahl so zu umgehen. Aber es ist ja aber auf der anderen Seite auch eine dolle Sache, ne? Wenn man das so lange durchhält. Ne? Wahrscheinlich kriege ich noch irgendwann mal einen Preis fürs Durchhalten. Nee. Der hat sich ja schon selbst gegeben. Du hast gesagt, alles ist jetzt sozusagen Zugabe. Und es gab ja, alles ist Song, Zugabe. Ne? Ja, absolut. Genau. Und das Album 2017 hieß ja, glaube ich, auch so. Alles ab jetzt nur noch Zugabe. Richtig, absolut. Also genießt den Moment. Ich genieße sowieso jeden Moment. Also das ist etwas, was mir meine rheinische Mutter mitgegeben hat. Immer nie so zu planen, was morgen ist oder was gestern war, sondern den Moment nimmt, der jetzt da ist. Wir haben gerade festgestellt, du bist mit Wolfgang Trepper so oft schon aufgetreten, aber in Basel wart ihr noch nie. Nein, in Basel waren wir noch nie. Also mit unserem Stück Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ein toller Titel, vielen Dank. Das ist ja auch so ein Satirestück und das macht so viel Spaß. Also auch mal richtig böse zu sein, finde ich gut. Ja, aber das heißt, eine Bühne hast du da für dich noch nicht entdeckt? Oder müssen wir die Basler jetzt mal aufrufen, zu sagen, wo ist die Bühne, auf der ihr vielleicht auch mal auftreten könnt? Ja, also wir haben ganz viele Anfragen jetzt, aber wir wollten eigentlich im November aufhören, weil wir das im vierten Jahr spielen. Und, und alles gesagt ist oder noch nicht? Ja, es ist ja jeden Abend anders. Also dieser Mann ist einfach unglaublich. Ich weiß. Also da musst du so auf Zack sein, weil der spielt jeden Tag was anderes. Und das macht's auch aus. Sonst kann man ja 4 Jahre kein Stück spielen. Ja, das geht ja gar nicht. Und man will sich ja auch nicht gedanklich ablehnen, sondern auch immer wieder unterhalten und sich selber auch unterhalten, oder? Ja, ja. Also wir lachen wirklich unglaublich. Selbst wir lachen dann immer. Weil schön. Aber das ist immer, dieser Funke geht ja über die Bühnenrampe sozusagen hinaus. Ja. Wenn man jetzt überlegt, die Eltern hatten damals ein Hotel und du bist ja auch, hast du gestern meinem lieben Kollegen Markus Lanz auch erzählt, jemand in Hamburg lebend, aber checkst gerne auch mal ins Hotel ein und lässt dich verwöhnen. Ja, Kommt das daher? So ein gewisser Luxus finde ich manchmal auch gut, obwohl meine Mutter ja immer gesagt hat, du, man kann nur das kaufen, was man auch bezahlen kann. Mhm. Aber dann lässt die Pediküre weg. Ja, also es gibt ja viele Sachen, die man weglassen kann. Aber ich finde so mal, von zu Hause wegzugehen in ein Hotel, selbst wenn es in der gleichen Stadt ist, hat was. Ne? Oder in der eigenen Stadt machen, ja. Genau. Und dann lasse ich mich verwöhnen, lese die Speisekarte rauf und runter, bestelle mir auch alles und dann liege ich da und denke, wow, ist das schön. Ach, wie toll. Ne? Und Hamburg ist auch eine sehr schöne Stadt. So, ja, das ist der Wohnort bei dir momentan, die Welt bereist, in Amerika auch einen große Erfolge gehabt, in Frankreich. Also ich würde jetzt stundenlang wahrscheinlich erklären, was diese Frau in den letzten über 60 Jahren letztendlich geschaffen und geschafft hat. Deswegen gucken wir einfach mal rein in die großartige Karriere. Und es gibt so viele Songs und so viele zeitlose Songs. Und es geht natürlich in vielen Songs auch um Liebe. Wie schön.
Und mit den Stolz in meinen Augen. So ein schöner Text, oder? Mhm. So schön, ja. So schön, so schön. Und du hast gerade eben sehr emotional reagiert, als man deinen Sohn gesehen hat. Wenn er das sieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können eine Kopie gerne mitgeben. Doch, ich glaube. Aber das hakt man doch das irgendwann möchte noch er nicht ab. Sehen. Er hat ja. doch Humor, oder? Er kennt doch seine Mutter und macht alles. Ja, aber wenn er das jetzt sieht, da war er 15. Ne? Da ja. wird er sich schon genieren vor seinen Freunden. Dann lass uns doch über das sprechen, was das Leben dich gelehrt hat wiederum. Und gerade jetzt auch bei dem aktuellen Album dich bewogen hat, so viele junge, neue Interpreten zu finden oder besser gesagt Songschreiber, Komponisten, die mit dir gearbeitet haben. Ja, ich finde es wichtig, dass man nicht stehen bleibt und auch nicht immer erzählt von früher. Also ich denke, das ist ein Kapitel, das ist auch irgendwo abgeschlossen. Ich vergesse das nicht, weil ohne diese Lieder wäre ich ja gar nicht mehr da. Also das ist auch ein Dankeschön, die auch nochmal aufzunehmen. Aber ich bin eigentlich immer so mehr so im Jetzt und nicht im Morgen oder nicht im Gestern. Und dazu gehört, dass man auch andere Musik hört, junge Musik hört und sich auch ein bisschen inspirieren lässt. Und vor allen Dingen diese Schreiber dann auch für sich gewinnt. Weil und das sind dabei Johannes Strade, Johannes Oerding. Nee, Johannes Strade nicht, aber Johannes Oerding. Mhm. Aber sehr viele junge, auch ganz junge Leute. Ich war jetzt auch mal in so einem Komponistencamp. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, wo junge Leute sitzen, komponieren und dann können sich mal die Interpreten Lieder anhören und sagen, okay, das ist schön, das gefällt mir. Und wir haben uns sehr lange unterhalten. Und da war eine junge Frau, die hat mir dann ein Lied geschrieben, weil ich irgendwann im Gespräch gesagt habe, man muss sich auch ab und zu bedanken, dass es einem gut geht. Ne? Das nicht so als selbstverständlich zu nehmen. Und da hat sie mir ein Lied geschrieben, Danke ans Leben. Und das fand ich sehr schön. Sehr schön. Und das heißt, bei den Textzeilen bist du selber mit kreativ gewesen? Hast mit dran rumgefeilt? Ja, oder? Ja, also ich gebe oft so Themen vor. Zum Beispiel habe ich auf dieser CD ein Lied, das heißt, wenn ich du wäre, wäre ich bei mir geblieben. Weil ich denke, das ist mal so eine kleine Rache. Wen möchtest du denn damit ansprechen? Och, ich denke, das passt zu jeder. Also jeder hat mal irgendwie sowas durchgemacht. Und das kann ja ein Mann genauso singen wie eine Frau. Ne? Absolut. Und jeder fühlt sich persönlich angesprochen. Guck mal, hier Thorsten hat per Mail uns nämlich sehr schnell, ich glaube 29 kamen die Fragen rein, also kurz zuvor hat er es geschrieben, nur die Liebe lässt uns leben. Er hat nämlich am 7.6.2011 geheiratet. Das war der Song. Und zudem haben sie damals getanzt und auch geheiratet. Und mittlerweile sind sie eine kleine Familie, haben einen Sohn, 6 Jahre alt. Liebe Grüße, also ganz toll. Ja, liebe Grüße. Sehr schön. Und hier ist auch Christian Kleve, der sagt, das Album Leben spüren, ob du dich daran noch erinnern kannst, weil es sind ja auch so viele Alben in den Jahren. Ja. Tolles Album, 87, inklusive Explosion. Ja, vor allen Dingen, die kommen jetzt alle wieder raus. Ich glaube, ich bin im Moment mit 3 Alben in den Verkaufscharts, auch mit älteren Sachen. Also. Und das zu Lebzeiten. Ja. Hallo? Also, wenn man tot ist, ist das leicht. Kriegt man Gänsehaut, wenn man das sagt, aber das ist doch ist auch großartig. Ja, das ist unglaublich. Alles passiert im Moment und alles ist so, es kommt einfach, man macht nichts und es kommt alles. Und das ist so schön, ob das jetzt Sing My Song ist oder... Da gucken wir später nochmal rein. Ja, das wir gleich. Das sind einfach wunderbare Sachen. Und aber lass uns kurz nochmal über den ESC sprechen. Wir haben ja von einen Song aus dem ESC gehabt. Deine Erfahrungen sind über so viele Male selber vor Ort gewesen, in der Jury, jetzt Juryvorsitz gewesen. Klar, alle haben gesprochen und haben gesagt, Mensch, wir freuen uns so für den Michael, Platz 4. Ja. Und witzigerweise, also ich habe ja ganz viele Interviews auch zu dem ESC gegeben vorher. Und dann haben alle gesagt, naja, aber unser deutscher Beitrag, der ist ja schon sehr... Das ist ja ein sehr emotional. Ich finde ihn so schön. Ja. Und dann waren die immer ganz erstaunt, dass ich gesagt habe, ihr werdet sehen, dieses Lied ist international auch ein sehr, sehr gutes. Und waren die alle erstaunt. Und wir haben ja da gesessen und haben gejubelt, wie verrückt, als er dann Platz 4 gemacht hat. Weil das ist natürlich schön für uns nach so vielen Jahren. Ja, wir sind gespannt. Er war auch vor kurzem hier bei uns in der Sendung, was mit ihm wird, was aus seiner Karriere wird. Wird er jetzt auch Vater bald? Also jetzt muss er sich auch daran alle gewöhnen. Glücksmomente total, in sich. Ja, auch daran gewöhnen, dass plötzlich jeder in seinem Leben irgendwie auch teilhaben will. Und natürlich auch alles wissen will. Gefällt ihm. Und das finde ich eben schön. Er sagt nicht, das hat mich irgendwie so überrannt, sondern sagt, ich bin froh über jedes Interview, das ich geben darf. Da ist so viel Leidenschaft. Und ich glaube, man muss in dem Beruf, auch wenn man hinfällt, immer wieder aufstehen, wenn man die Leidenschaft hat dafür. Ja, absolut, absolut. Und jeder weiß, es sind auch manchmal Momentaufnahmen und das Glück spielt auch eine große Rolle, dass man mit diesem einen Song die Menschen so berührt. Natürlich. Und da liegt eine jahrelange Karriere dahinter, die das aufgebaut hat im Prinzip. Ja. Wollen wir über Sing My Song sprechen? Für dich ein Riesenabenteuer, ein großes Projekt. Und letztendlich kommt die große Herausforderung für alle anderen erst Ende Mai. Das war jetzt die 3. Folge gestern. Als ich gefragt wurde, habe ich echt gedacht, das ist, verstehen Sie Spaß? Ne? Ich sage, naja, klar. Naja, weil das so ungewöhnlich ist. Du dachtest nur, die jungen Künstler aktuell? Ja, und ich habe jede Folge gesehen, habe immer gedacht, ach,
jetzt mal so 30, 40 Jahre jünger, da würde ich sehr gerne mitmachen. Und dann kommt das. Also manchmal geschehen auch kleine Wunder. Und dann steht man da und singt Johannes Strate und diesen Song. So sieht's dann aus. Warum hast du den gewählt? Wurde gestern Abend verraten, aber für alle, die es nicht wissen. Weil ich mich immer mehr zum Spinner mutiere. Also ich habe so das Gefühl... Spinnerin. Eine Spinnerin, ja. Aber ich habe so das Gefühl, mein Leben wird immer leichter. Mhm. Obwohl man ja älter wird. Normalerweise sagt man, ja, Tür zu. Nein, ich mache die Tür auf. Richtig. Ja. Und du rockst nicht nur die Bühne, ja, sondern halt auch so viel Spaß. Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Titel. Also, ich habe dann auch ein Lied von Ray Garvey gesungen, Through the Eyes of a Child. Mhm. Und das ist dann wieder eine Ballade. Und das ist so schön, dass man so musikalisch so hin und her gehen kann und sich bewegen kann. Er hat gestern Deutsch gesungen. Also das war für ihn natürlich auch eine große Herausforderung. Ich habe gestern nicht gesehen, aber also wir haben sehr gelacht. Weil er nicht der deutschen Sprache mächtig ist. Ja, aber und das ist der schwierigste Text. Ja. Also da haben wir selbst Schwierigkeiten, in dieser Schnelligkeit zu singen. Und das war natürlich bei ihm besonders lustig. Ja, also wir können darauf mal anstoßen. Oder Nick ist ja immer noch da. Wie gesagt, also hat jetzt auch den Mixer angeschmissen. Das war jetzt so laut, gut, dass Sie jetzt nur das Endprodukt sehen, liebe Zuschauer. Jawohl, das ist mein hausgemachtes Cocktail-Eis als Shot. Eis? Und da das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt ja ein großes Thema ist, dachte ich, man isst das Glas direkt mit. Okay. Das ist Minze. Oder in dem Fall den Becher. Das ist Minze. Genau. In diesem Sinne. Minze ist toll. Ich liebe Minze. Das macht wach. Ja. Also, zum Wohl. Ich kipp das so weg. Da ist natürlich auch Alkohol drin, ne? Also überall Alkohol drin. Ich sagte, ich singe jetzt gleich einmal am Rhein, weil ich das Glas getrunken habe. Nick, tausend Dank. Vielen Dank für die Inspiration. Guck. Sehr schön, lecker. Also sehr lecker. Wir genießen das noch. Also ganz viel Zuschauerpost kommt, alle große Fans. Lustig finde ich auch, der Karl Bergheimer schreibt, eigentlich kann ich Schlager nicht ausstehen. Aber sie machen das so toll und hopsen nicht immer so rum und ihre lenken durch ihre Kleidung ab. Nein, du ziehst die Menschen an. Das ist doch ein schönes Kompliment. Schön. Und hier auch Matthias Witt sagt, irgendwie durch die Kindheit begleitet, verfolge das, freue mich auf die Tour und auf die Songs. Und hier ist Linda, die sagt, Bauch und Kopf ist ein Lieblingstitel von ihr. Von dir auch? Von mir auch, ja. Weil das dich auch ein bisschen auszeichnet. Oder? Bauch und Kopf ist ja, so, weil wir so, oft so vor einer Frage stellen, entscheidet jetzt der Kopf oder der Bauch? Also ich entscheide mich im Endeffekt immer für den Bauch, weil ich habe so ein gutes Bauchgefühl. Richtig. Und manchmal ist die Ratio auch im Wege. Ja, absolut. Oder? Unvernünftig bist du auch. Ja, also so Unvernunft, natürlich. Großes Thema im aktuellen Album auch. Na klar. Wo bist du unvernünftig? Ja, eigentlich in ganz vielen Sachen. Also ich traue mich sehr viel mehr als früher. Ich habe auch einen Fallschirmsprung gemacht vor ein paar Jahren. Und habe noch so ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich noch abarbeiten möchte. Ja, sehr schön. Ja, was würdest du zur Verfügung stellen? Gibt es da was? Ich habe noch zwei Kleider vom Grand Prix. Ernsthaft? Aufgehoben? Ja. Das Fleisch. Komme ich nicht mehr rein, aber ich fand es immer auf. Das Fleischfarben habe ich gleich abgegeben. Ernsthaft? Das heißt, wer hat dir das, erinnerst du dich, wer dir das tatsächlich auf den Leib geschneidert hat damals? Das habe ich selbst gekauft. Den hättest du verklagen. Ah, okay. Ich fand es schön. So, jetzt guck mal, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Nee, komm ich nicht. Ich hatte auch schon mal auf einer Rosenveranstaltung, ich glaube, Filmpreis war das auch so ein fleischfarbenes Kleid. Dann war damals ein Nude-Look, weil ich sah aus wie eine Presswurst und musste mir das in der Presse auch reinziehen. Ja. Na gut, so ist das anderes manchmal. Thema. Wir können über uns lachen, das ist das Wichtigste. Ja, hallo. Also, Humor soll man haben und den haben wir. Also, viele liebe Grüße von all deinen Fans. Mach weiter so. Danke. Ich bin wirklich, werde sehr geliebt und das ist so toll. Also, ich kann das nur wieder zurückgeben. Ja, und das tust du auch definitiv. Marie, schön, dass du da warst. Das alles war Gute sehr schön. Und viel Erfolg auch für das, was du jetzt noch vor dir hast. Da ist ja noch jetzt viel. Kommt die Tour, das ist ja ganz wichtig. Ja, im November dann endlich. Und wir sehen uns morgen wieder, dann wird's royal. Ja, natürlich. Ja, du kannst morgen gucken, da erfährst du schon viel über, ob jetzt der Vater von Meghan kommt oder nicht. Julia Melcher ist morgen da, aber das verraten wir Ihnen jetzt. Schönen Tag, bis morgen. Tschüss, ciao.